Yo Leute, Double Peace, hier ist wieder Tanzenboot und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Channel. Ich switch mal kurz rüber zu meinen Produkten, aus denen ich heute etwas Wunderbares kreieren werde. Ich hoffe, die Kamera hält durch. Ja, ihr seht, es wackelt schon so ein bisschen rum. Das Objektiv ist jetzt nicht so, nee, das Stativ ist jetzt nicht so das Krasseste, aber wir werden das schon hinkriegen. Wenn es umkippt, dann schneide ich einfach nicht und ja. So, was habe ich denn hier heute zum Angebot? Ihr seht hier aus meinem letzten sehr gut angekommenen Tutorial den Eisbergsalat, den ich wieder verwende. Das ist so gesehen, aufgrund dessen, dass das letzte Tutorial so gut ankam mit dem Eisbergsalat, dass sich sehr viele darüber gefreut haben, beziehungsweise sich viele dadurch auch geholfen gefühlt haben, dachte ich, dass ich das Ganze experimentell noch etwas weiter ausweite. Ihr seht, hier sind diesmal auch mehr Produkte zu sehen als beim letzten Mal. Unter anderem Mais, Thunfisch, eine Gurke, naja, ein Messer, eine Gabel, das sind Gegenstände, die man natürlich braucht, um das zu verarbeiten. Und tada, in meine Küche hat es dann auch endlich mal einen Teller geschafft. Einwandfrei, ich habe es endlich geschafft, mir Teller zu holen. Und ich würde ganz einfach mal sagen, fangen wir mal easy peasy an. Und es ist ganz einfach. Übrigens, alle Produkte stehen unten in der Videobeschreibung. Ich weiß, das sind Reflinks, aber ich kann es erwähnen. Als erstes fangen wir an, nein, du fängst jetzt nicht wieder an, ich komme die ganze Zeit auf meinen scheiß Wasserkocher. Als erstes werden wir erstmal die Gurke hier frei machen von diesem Plastikzeug. So, da ich ein gut schnittfestes Messer habe, sollte das kein Problem darstellen. Und ihr seht auch schon, die Gurke lässt sich leicht von dem Kondom entfernen. Hallo! Oh, Alter, ich sehe schon, das Tutorial besteht zu 50% daraus, dass ich eine Gurke aufmache. Jetzt habe ich natürlich auch schon leicht in die Gurke reingeschnitten. Das ist natürlich für die Leute, die nicht so viel Gurke auf ihren Salat essen, ist das jetzt nicht so optimal, weil dadurch natürlich die Gurke innerlich auch austrocknet. Das dürfte natürlich... Hallo, ich komme immer wieder auf diesen scheiß Wasserkocher. Jetzt reicht es mir aber auch. Dann macht er den Salat auf. Aber ich denke, sowas muss ich euch nicht sagen. Aber ganz wichtig für dieses Tutorial ist, dass ihr euch... Dass wir den Salat diesmal nicht so aufschneiden, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Weil beim letzten Mal haben wir das so gemacht, dass man das gut mit einem Löffel essen kann. Allerdings wollen wir einen richtig schnittfesten Salat haben, den man mit einer Gabel schön verzehren kann. Dann fangen wir als erstes mal an. Ich würde ganz einfach mal sagen, machen wir hier so ein... Ja, nimmt den Salatkopf. Wie gesagt, ein gutes Messer wäre gut, damit man hier nicht so lang rumhantiert. Wir machen einfach mal die Hälfte. Ja, doch die Hälfte. Schneiden wir das erstmal in die Hälfte. Und jetzt machen wir hier einfach so. Ganz wichtig dabei, die Finger immer so haben, dass ihr nicht schneiden könnt. Nicht so, das habe ich, so einen Fehler habe ich mal gemacht in meiner Anfangszeit, aber ich bin ja jetzt schon, ich gehöre jetzt doch schon zu den nicht mehr Koch-Azubi, sondern schon zu den Gelernten, immer so schneiden, so dass ihr nicht die Möglichkeit habt, mit dem Messer euch selbst zu schneiden. Manche schneiden das nämlich so und dann können die da leicht in ihre Finger rein. So, optimal wäre es natürlich, wenn die jetzt so groß sind, wie gesagt, das ist halt, wir wollen natürlich hervorrufen, dass man den Salat immer noch so nehmen kann und dass es nicht zu kleine Schnipsel sind. Alles klar, das ist schon mal der Anfang, der ganz wichtig ist. Jetzt habe ich natürlich vergessen, den Salat zu waschen. Das müsst ihr unbedingt machen, weil ich weiß nicht, mit was für Stoffen der zusammengekommen ist. Wir wissen ja alle, in der heutigen Zeit soll ja alles so schnell wie möglich wachsen und deshalb weiß ich nicht. War das ein Bio-Salat? Ne, das war eine Bio-Gurke, aber das war ein Eisbergsalat. Ne, das war kein Bio-Salat. Dann ist egal, aber vergesst bitte nicht, den Salat zu waschen vorher. Ich werde das jetzt hier nicht tun. Ich werde das euch jetzt im Tutorial zeigen und dann... Ja, ich bin da eh nicht so eine Pussy, so wenn irgendwas passiert, dann passiert das, dann verklage ich den Salathersteller und dann ist es gut. So, jetzt sehen wir den Salat hier, das ist schon mal unsere Grundlage, auf die wir jetzt sehr gut aufbauen können. So, jetzt können wir natürlich, das ist eine reine Ermessenssache, wie wir jetzt fortfahren. Ich hoffe, ihr seht hier auch meinen Tee, den ich mir wieder wunderbar aufgegossen habe gerade. Deswegen war auch mein Wasserkocher gerade noch so schnell bereit. Also wenn man draufklickt, dann ist er sofort warm, weil das Wasser, also dann fängt es sofort an zu sprudeln, weil das Wasser intern immer noch 90 Grad hatte. So, die werde ich ganz kurz waschen. Dann nehme ich euch kurz mit. Da wechseln wir mal eben in diese Richtung. So, das ist die Gurke. Dann machen wir einfach mal Wasser. Ich empfehle euch lauwarmes Wasser. Ihr müsst jetzt nicht komplett warm machen. Ja, ein bisschen noch.
Das ist mal scheiße. Ich bin jetzt, es ist jetzt schon nachts, es ist 1 oder 2 Uhr nachts und dann hat keiner im Haus hat mehr das Wasser an und deswegen dauert das so lange, bis das Wasser warm wird, weil die Leitung kein Wasser hochgepumpt haben, kein warmes. So. Einfach sauber machen. Und um Himmels Willen, denkt dabei bitte nicht zweideutig, das ist eine scheiß Gurke. So, perfekt. Jetzt ist sie sauber. Optional könnt ihr sie natürlich auch abtrocknen. Ich mache das jetzt nicht. Ich führe euch wieder rum. Na, funktioniert. Einwandfrei. Nicht einwandfrei. Hallo, Kamera. Jetzt einwandfrei. Gut. Jetzt haben wir die Gurke von Drecke gereinigt. Jetzt machen wir erstmal hier die eine Seite ab. Die andere Seite nicht abmachen, weil ihr selbst nicht wisst, wie viel Gurke ihr verzehren wollt. Ich mache jetzt einfach mal so. Nicht zu dicke Stücken. Nicht vergessen, das ist nicht so, das ist in einem Salat drin. Das ist so gesehen eine Beilage. So eine Beilage, die man auch so mit der Gabel zusammen, zum Beispiel so will man das essen. Und dann müsst ihr jetzt hier nicht solche Stücken in den Salat tun, wisst ihr? So, deswegen werde ich das jetzt auch nochmal zwei teilen eben. Mache ich das hier rein. Jetzt mache ich noch 1, 2, 3, 4, 5. So, das reicht aus. Dann können wir das so in den Salat reinmachen. Und jetzt sind wir schon in einem Zustand, wo ich sagen würde, interessant. Interessanter Zustand, den wir hier schon erreicht haben. Das sieht da tatsächlich schon nach etwas aus. Und jetzt können wir je nach Belang selbst entscheiden, wie wir fortfahren. Ich fahre jetzt mit dem Mais fort. Wie gesagt, das sind optionale Produkte. Ihr könnt es jetzt auch so schon genießen. Es liegt in eurer... Ich hasse diese Dinger immer. Es liegt in euren Ermessen, wie ihr dann natürlich fortführt. Es ist jetzt nur so, wie ich es machen würde. Und jetzt nehmen wir einfach mal... Ach scheiße, jetzt ist mir dieses Wasser da reingelaufen. Mann! Jetzt sind wir noch ganz... Ach Mann, egal. So, machen wir hier einfach ein paar rein. Je nachdem, wieder Ermessenssache. Ich gebe euch nur eine Grundlage, wie ihr es machen könnt. Dann macht ihr das so. Im optimalen Fall schafft ihr das dann auch noch, das Ganze ein bisschen umzurühren, damit nicht alles oben liegt. Und jetzt kommen wir zum Besten. Leute, glaubt mir, das ist das Beste. Also ich meine jetzt nicht die Marke von Thunfisch, sondern ich meine generell den Thunfisch. Ist ganz wichtig beim Thunfisch, wenn ihr den aufmacht, bevor, Alter, ich hoffe, ihr habt nicht den Fehler gemacht. Hier ist ganz viel Soße drin und die werden wir jetzt gemeinsam mal kurz entleeren. Ihr seht das auch, warte, ich nehme euch mit. Hier kommt ganz viel raus und das muss man erstmal... Also natürlich ist es nicht so gut, wenn ihr jetzt Leute habt, die keinen Fisch mögen, dann hört auf, das in den Abfluss zu kippen. Ich mache das jetzt so, weil ich kein Problem damit habe und eh abwaschen werde nach dem Video. Und dann macht ihr hier einfach ein bisschen rauf, damit sich dieser Saft entlöst. Weil wir wissen alle, wie Fisch riecht und das ist ekelhaft, wenn man das aufmacht. Ich hatte nämlich meine ersten Male, wo ich den Thunfisch gegessen habe, habe ich nicht daran gedacht, dass da noch so viel Flüssigkeit drin ist. Und dann habe ich das hier aufgezogen und habe mich voll gespritzt. Und dann habe ich komplett nach Thunfisch gerochen. Und das ist natürlich auch nicht das Maß der Dinge, die man hervorrufen möchte. So, machen wir wieder so. Oh, perfekt, das ist so ein perfekter Blick, oder? Und dann ziehen wir das ganz vorsichtig auf. Das ist immer ein sehr kritischer Moment für einen Thunfisch. Oder generell für einen Fisch in Dosen. Man kann viel Kacke bauen. Oh, perfekt. Zum Beispiel ist passiert ganz oft, dass dieses Ding hier abreißt und dann musst du das mit einer Gabel aufmachen. So sieht der Thunfisch aus. Ich weiß, für viele sieht er vielleicht nicht ganz so appetitlich aus, aber der ist wirklich fest hier unten. Ich zeige es euch auch nochmal, falls ihr nicht glaubt, dass ich Thunfisch wirklich mag hier. Leute, Thunfisch ist das Beste. Ich habe zwar in einem Online-Magazin gehört, dass Quecksilber und sowas drin ist und das einen dumm macht, aber da kann ja bei mir eh nicht mehr viel passieren. Leute, einfach Beste. Jetzt geben wir hier eine Wohle-Portion rein. Und dann wird aus dem Salat endlich auch mal ein Mannessalat. Beziehungsweise ein Salat, der seinesgleichen sucht. Also ihr könnt natürlich selbstständig entscheiden, wie viel Thunfisch ihr aus dem Salat drauf macht. Ich bin totaler Thunfisch-Fanatiker und deswegen steht es bei mir außer Frage, dass natürlich die gesamte Dose reinkommt. So, das sieht jetzt natürlich für euch ein bisschen viel aus. Ich zeige es euch nochmal so. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, optional könnt ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen, könnt ihr das jetzt noch alles ein bisschen umrühren. Das geht bei den Teller jetzt natürlich schwierig, weil ich sehr viel raufgehauen habe. Oh Mann.
weil ich natürlich jetzt sehr viel raufgehauen habe. Und dann könnt ihr optional noch ein bisschen. Wo haben wir denn? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr dann auch hier, ich habe jetzt noch ein bisschen Pfeffer, hier ganz einfach gut und günstig Pfeffer. Könnt ihr dann optional noch ein bisschen auf die Gurken rauf machen, dann schmeckt es noch mal ein bisschen geiler. So, das hier. Und dann würde ich sagen, das Endprodukt sieht so aus. Das ist der sogenannte fortgeschrittene Salat, den ich euch wirklich weiterempfehlen kann. Die ersten Male habe ich den natürlich durch meine Mutter kennengelernt und die kann den auch deutlich besser machen. Aber ich denke mal, die würde ich nie vor meine Kamera kriegen und ich möchte auch meine Familie größtenteils ja, so aus diesem YouTube-Ding raushalten, weil ich will nicht, dass denn noch andere darunter leiden, wenn irgendwelche Leute denken, sie müssen irgendwas liegen oder was weiß ich. So sieht er im Ganzen aus. Ich bin sehr zufrieden damit, dass ich jetzt kochtechnisch schon so weit gekommen bin, dass ich jetzt den Salat jetzt auch schon in erweiterten Zustand zubereiten kann und ihn euch auch so gesehen präsentieren kann. Ich hoffe, das Tutorial hat euch weitergeholfen. Wie gesagt, alle Produkte stehen unten in der Beschreibung. Es ist keine Produktplatzierung, es ist nur in Form dessen eine Produktplatzierung, dass es ein Reflink ist, wo ihr raufklickt. Aber das ist nichts, wofür ihr extra Geld zahlt. Aber das steht auch alles nochmal unten in der Beschreibung. Alles klar, ich liebe euch ganz doll. Double Peace, euer Tanzeboot. Und danke fürs Tutorial schauen und das aktive Video schauen. Ich liebe euch. Ciao.